Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, liegt es daran, dass ihr die Kameraausrichtung auf eurem Display oder auf dem Desktop in die falsche Richtung orientiert habt. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen drehen. Das ist der Clou an den 360-Grad-Kameras, dass die Sichtweise, das Sichtumfeld 360 Grad schwenkbar ist. Und auch 360 Grad Kameras haben, obwohl sie zwei Linsen haben, die zwei jeweils 180 Grad Kameraansichten zusammennähen, zusammenstitchen nennt man das, über diese zwei Ansichten verfügen, dass sie dennoch eine vordere Linse haben und eine hintere Linse. Ich vergleiche das mal heute mit diesen beiden Kameras. Das hier ist die neue Samsung Gear 360, die 2017er Version, und das hier ist die Ricoh Theta S. Die gibt es schon seit ein paar Jahren auf dem Markt und man munkelt, dass es einen Nachfolger geben wird. Da bin ich sehr gespannt darauf, denn ich warte ja seit Jahr und Tag darauf, dass endlich mal eine wasserdichte 360-Grad-Kamera auf den Markt kommt. Bisher war das nicht der Fall. So, also ja, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wischt das Display so rum, dass ihr mich im Blickfeld habt, oder ich laufe in den jeweiligen Linsenbereich hinein. Und da werden wir gleich mal zum ersten etwas ausprobieren, was bei 360-Grad-Kameras sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wie schaffe ich es, zwei 180-Grad-Bilder, die jeweils einen Halbkreis bilden, der sich leicht überlappt an den Enden, so zusammenzufügen, dass sie eine perfekte Kugel ergeben, ohne das sogenannte Stitching-Problem aufweisen zu können. Stitching bedeutet, diese zwei Einzelbilder werden zusammengefügt zu einem Großbild und das soll sich nahtlos überlappen. Und das schauen wir uns mal an. Ich bewege mich hier ein bisschen um die beiden Kameras herum und wir schauen uns dann den Stitching-Bereich etwas näher an. Ich befinde mich bei beiden Kameras jetzt im vorderen Sichtfeld und ziemlich genau in diesem Bereich sollte eigentlich das Stitching-Problem auftreten, weil wir hier die Seitenansichten der Kameras haben und beide Linsen weisen in die Richtung und eben nicht zu mir her. Ich bewege mich auf den hinteren Bereich der Linse. Hier dürfte es kein Problem sein. Und je weiter man sich von den Linsen entfernt, desto schlechter wird zwar der Ton, aber desto besser sollte das Stitching erfolgen. Wohingegen, wenn ich mich den beiden Kameras wieder nähere, der Ton besser wird, aber wahrscheinlich das Stitching hier bei der Samsung Gear in dem Nahbereich sehr deutlich zu sehen sein wird. Ebenso wie bei der Ricoh Theta S. Zum Zweiten, wenn man sich das Umfeld mal ansieht, wir haben zwar nicht die optimalen Lichtverhältnisse, aber ihr dürftet erkennen einen relativ kontrastreichen Himmel über uns. Da schauen wir uns doch mal die Farbwerte an und das Rauschverhalten beider Kameras. Der Ton ist ebenfalls ausschlaggebend. Ich spreche hier in leicht erhöhter Lautstärke. Ich versuche möglichst deutlich zu reden. Dann schauen wir mal, welche Tonunterschiede es hier gibt bei den jeweiligen Kameras. Die Ricoh Theta S ist leider nicht wasserdicht und auch nicht spritzfest. Die Samsung Gear soll zwar auch nicht wasserdicht sein, ich kann sie nicht zum Baden verwenden, aber sie soll zumindest spritzwasserfest sein. Zu den Abmessungen vom Gewicht her ist es ungefähr dasselbe bei beiden. Die Ricoh Theta S ist wesentlich schmäler, hat ungefähr diesen Bereich zu überbrücken, wenn es um das Stitchen, um das Zusammenfügen der Bilder geht. Und die Samsung Gear hat locker die doppelte Breite. Da dürfte also das Stitchen wesentlich mehr auffallen. Zum Preis, die Samsung Gear kostet 250 Euro, ist bestellbar über Samsung.com, in Deutschland überhaupt kein Problem, sogar versandkostenfrei. Die Ricoh Theta S kostet neu über 300 Euro, man bekommt sie in der Bucht auch für knappe 200 Euro, teilweise wie neu, ist definitiv ihren Preis wert. Von der Größe her, die Samsung Gear hat ungefähr diese Abmessungen und die Ricoh Theta S ist ein gutes Stückchen größer und passt aber trotzdem sehr, sehr gut in die Hosentasche, weil sie wesentlich flacher ist. Die Samsung Gear schaut da aus wie eine Miniaturausgabe von einem Teletubby und ist wesentlich kompakter und wesentlich schwerer zu verstauen, aber sie ist immer noch handlich genug. Ja,
Ich muss noch einen großen Punkt anbringen zum Thema Auflösung. Warum mache ich den Vergleich heute überhaupt und warum bin ich nicht bei meiner altbewährten Ricoh Theta S geblieben? Die Ricoh Theta S habe ich mir vor einigen Jahren angeschafft und bin seitdem immer noch begeistert, weil es ein sehr handliches Format aufweist und weil es eine durchaus kostengünstige 360-Grad-Kamera ist. Es gibt viele auf dem Markt, die sind wesentlich teurer und ich finde, sie ist jeden Cent wert. Hat aber einen großen Nachteil, die Auflösung. Die Auflösung ist mit Full HD 1080p mal maximal 50 Frames per Second bei Videoaufnahmen nicht der Brüller, weil diese gesamte Auflösung auf das gesamte Bild gestreckt wird, auf die gesamte Sphäre, auf die gesamte Kugel, die man betrachten kann. Vor allem, wenn man reinzoomt in das Bild, dann sieht man dann schon ein relativ verpixeltes Ergebnis. Die Samsung Gear 360 in der 2017er Version soll eine echte 4K-Auflösung bieten, sprich das Vierfache von dem, was die Ricoh Theta S kann. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Auswertungen, denn bei der Bild-Megapixel-Größe geben sich beide Kameras nicht besonders viel und wir wissen ja, dass auch die Auflösung bei Fotos nicht so ausschlaggebend ist. Bei der Ricoh Theta S sind es knappe 8 Megapixel und bei der Samsung Gear fast das Doppelte mit 15 Megapixel. Und da kommt es schon sehr darauf an, wie man die Fotos nachbearbeitet und was man aus denen noch rauskitzeln kann. Allein die Pixelzahl spielt da nicht so die große Rolle. Da geht es eher darum, ob ich ein Poster draus anfertige mit möglichst großen Formaten. Und das wird man bei einem 360-Grad-Foto in der Regel eh nicht machen. Das macht ja da keinen Sinn. Die werden einfach nur oder in der Regel im Internet angeboten und man kann in diese Fotos dann hineinzoomen. Das ist besonders für Architekten ganz interessant oder halt für Freizeitfilmer, wie ich es einer bin. Ja, auf die Auflösung bin ich sehr gespannt, ob sich da tatsächlich sichtbar etwas tut, denn da würde ich mich sehr, sehr freuen und dann würde ich in Zukunft fast nur noch die Samsung Gear verwenden, obwohl sie für meine Begriffe fast schon zu knuffig aussieht, denn richtig seriös ist sie nicht, aber sie hat etwas. Ja, das war mein Video für heute und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt dazu, dann schreibt mir sie unten in die Kommentare hinein und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder sehen würden auf diesem Kanal. Bis dann!